Der King spielt ein abgewandeltes Midlaner-Deck, kann man fast sagen. Also okay, er hat auch die Pumpe dabei, aber er hat auch sein, so ein bisschen hat er auch seine Midlaner-Unterschrift in diesem Deck natürlich hier verewigt. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt der Golem wieder? Hallo, Elixier-Vorteil! Nicht leaken, Danny, Dunking! Ich spreche doch die ganze Zeit falsch aus, aber was ist das? Dunking, wir müssen uns jetzt hier konzentrieren, Mann! Du darfst deinen Elixier-Vorteil nicht verstehen, das ist schon mal gut. Der Gegner kann jetzt keinen so guten Nado bringen, er könnte einzig einen Nado-Feuer bringen, das wäre sehr, sehr sick. Gegner bringt einen Ritter da rein. Aber jetzt finde ich es ganz witzig, jetzt wurde das Notstromaggregat des Gegners angeworfen. Da funktioniert nämlich gerade auch gar nichts mehr, wie es soll. Die Köderin kriegt er irgendwie gar nicht weg oder hat auch keinen Bock dagegen, irgendwas zu machen. Jetzt aber die Frage, wird er nochmal was vorspielen? Nein, scheinbar nicht. Oh mein Gott, der Magier, den hat es ja komplett zersetzt. Was ist denn das? Köderin macht da rein hin, aber jetzt dann ich denke ihn, bitte. Oh Gott, mein Zuschauer wurde gelöscht. Es ist einer. Es sind zwei. Und ich überlege wirklich sehr, sehr doll, ob ich das jetzt reinschneide. Weil das war wirklich... Ich dachte gerade, Ollon wirft die Feuerball nicht. Das war wirklich... Da wurde er leider sehr, sehr krass hochgenommen, muss man so sagen.